Strandfans. Ich bin die Barbara vom Beach Inspector und ich bin heute für euch auf der Insel Armona und am gleichnamigen Strand. Ihr müsst da von Olhão rüber mit der Fähre. Das dauert ungefähr 25 bis 30 Minuten. Und dann kommt ihr an der Praia Armona Rea an, also einem Strand, der direkt an diesem Flüsschen liegt, das quasi das Festland und die Insel trennt. Von dort könnt ihr hier rüberlaufen zu diesem Teil des Strandes, Praia Armona Mar, weil es nämlich zum Meer hin zeigt. Und es geht über einen etwa 1 Kilometer langen Weg hierher, der wirklich süß ist und an dem ganz viele Ferienhäuser stehen. Und dann kommt ihr hier an, hier gibt es ein Restaurant und eine Beachbar und es ist wirklich sehr schön. Auf der anderen Seite im Meer liegt eine kleine Insel, die begehbar ist, wenn Ebbe ist. Wenn Flut ist, dann ist sie fast gar nicht mehr zu sehen. So krass ist die Flut hier. Das ist schon sehr interessant und bestimmt auch lustig anzusehen, wie die Insel so langsam im Meer verschwindet. Und auch ansonsten ist der Strand wirklich sehr schön. Ihr könnt wirklich ganz weit schauen und die unendlichen Weiten des Strandes sehen. Das einzige Manko ist, dass es hier anscheinend Sandflöhe gibt. Aber wenn ihr damit kein Problem habt, dann könnt ihr hier einen wirklich schönen Tag verbringen.